But was ist es? It's pork, but I think we don't eat pork, right? We are Muslims. Okay. Hello, I'm the psychologist. I'm just here to check that you're all okay. Du hast da einfach keine Ruhe gefunden, da war ständig irgendwas los, vieles davon gut gemeint, da kamen Ärzte, da kam Essen, alles schön und gut, aber dich hat einfach keiner in Ruhe gelassen, also du konntest nicht mal eine Stunde am Stück oder so schlafen. Und dann sollen wir auf einmal unsere Sachen zusammenpacken. Das ist immer wieder das gleiche Prinzip, du läufst irgendwie hinterher und weißt nicht, ob du demjenigen trauen kannst, sollst, oder wer das eigentlich ist. Das geht immer alles so schnell. Who are you? On your knees, hands on your head. 10 press-ups now. 9, 10. And stay like that. There we go. You can stay like that for a little bit. Was sich total durch das Spiel zieht, ist, dass du irgendwann ständig Angst hast, dass gleich wieder ein Polizist, wieder ein Soldat auftritt, dich irgendwie demütigt oder irgendwas von dir will. Und ich glaube, das war so insgesamt für mich im ganzen Spiel das Schlimmste. Get your documents out. Who are you? I don't have a passport. Why don't you have a fucking passport? She lost it. Yeah. Bit fucking careless. It was taken. Huh? It was stolen. By who? Who took it? I don't know. Do you know where you are? Not really. You're in Jordan now. Jewelry, cigarettes. What did you have? What did you have on your wrist? We'll take that. That's a good start. Take it off. Run! Hurry up a little bit. Come on! Show your hands! Show your hands! Ich hatte vorher so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht so ein reiner Abenteuer-Spaß-Trip ist. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, nein, das ist es nicht. Es macht nämlich keinen Spaß. Und das ist gut so. Schon wieder, das ist echt... An jeder Ecke... Irgendwelches Militär. Where I come from? Here from Somalia. From Somalia. So, you are in Hungary now. Okay. And Hungary is the first border to Europe. Come on! Where do you take us? Shut up and get in. You have to shut up. They bring us to the last border, so we have to go the whole way once again. Ja, das war, glaube ich, in gewisser Weise auch ein sehr realistischer Moment, nämlich wir wurden mehrmals an der ungarischen Grenze abgewiesen, mussten dann denselben Weg wieder zurück, dann haben wir es nochmal versucht, dann wurden wir nochmal quasi aufgegriffen und das war schon total zermürbend, weil du ja auch denkst, okay, wie oft soll ich das noch machen? Machen wir das jetzt noch 10 Mal und es klappt nie? You are coming to here to steal our money, our job and to make some tourist attacks. Where you are going to? To Sweden or to Norway or to Germany? Which country I'm talking to? Stay here for 5 minutes. It's like I'm talking a fucking different language to you. Everybody, now, in Hungary, you are not welcome. Again, I will tell you, you have to go back.